Die Herausforderungen in der Finanzbranche sind gewaltig. Digitalisierung, Regulierung und auch die anhaltenden Niedrigzinsen lassen keinen Stein auf dem anderen. Darüber wollen wir sprechen mit Christian Fischel, er ist Geschäftsführer von Huber Reuss und Kollegen hier aus München. Schön, dass Sie da sind auf dem Vermögenstag der V-Bank. Herr Fischel, konzentrieren wir uns mal auf die Digitalisierung. Fintechs haben enorme Wachstumsraten in den vergangenen Jahren gehabt und vor allen Dingen sogenannte digitale Vermögensverwaltungen werden hier und da auch immer öfter in den Medien genannt. Ist der Robber, wie er dann neudeutsch heißt, mittlerweile zu einem echten Konkurrenten der klassischen Vermögensverwaltung geworden? Also ich würde das Wort Konkurrenten ungern in den Mund nehmen. Es ist ein Mitbewerber. Wenn man nach Übersee schaut, sind die Entwicklungen natürlich vehement schneller. Und wie bei vielen Dingen brauchen wir in Deutschland immer etwas länger. Es ist eine neue Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Jeder muss sich mit dieser Entwicklung auseinandersetzen und muss sein USP finden und in den Vordergrund stellen. Und das ist jetzt die Herausforderung, sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Ich sehe es eher als Herausforderung. Ich möchte die Frage auch vielleicht etwas anders stellen. Was kann ein Robo nicht, was ein Vermögensverwalter kann? Ein Robo wird nie menschlich sein. Und das ist das, was ein Vermögensverwalter immer sein wird und was sein USP grundsätzlich ist. Wir dürfen nicht schlechter sein wie in der Performance, ist ganz klar. Der Kunde würde es uns nicht verzeihen, wenn wir dauerhaft schlechtere Performance abliefern wie zum Beispiel die Robos. Aber der Kunde sucht beim Vermögensverwalter das Gesamtpaket. Und dieses Gesamtpaket gilt es so zu verpacken, dass der Kunde das erkennt und dass er dann im Endeffekt genau weiß, was er an einem Vermögensverwalter wer hat im Vergleich zu einem Robo. Dann machen wir es doch ganz konkret. Wie gehen Sie bei Huber Reuss und Kollegen mit diesem Thema in der Vermögensverwaltung um? Ganz klar. Wir wollen für unseren Kunden, die natürlich auch jünger werden und auch die ältere Generation stellt sich auf die Digitalisierung ein, wir wollen das digitale Kundenerlebnis für unsere Kunden schaffen. Das heißt also, Apps wird es für den Kunden geben, die Homepage muss letztendlich so ausschauen, wie sie State of the Art ist. Die digitalen Erlebnisse müssen so einfach wie möglich sein. Also ich nehme es mal so wie die Alexa letztendlich, die wollte am Anfang auch keiner haben. Jetzt gibt es noch die Stimmen, die sagen, Google hört alles mit. Aber es gibt auch viele Leute, die einfach sagen, das erleichtert mir mein Leben. Und so wird es auch in der Vermögensverwaltung sein. Wir müssen die Dinge, die uns das Leben leichter machen, nehmen, für unsere Kunden so umsetzen, dass das für die Kunden tatsächlich einen Mehrwert bietet. Und wir müssen unsere Menschlichkeit spielen. Die Kompetenz und die fachliche Thematik, die ist Grundvoraussetzung. Und wir merken es ja in allen Lebensbereichen in der Tat, wie die Digitalisierung Fakten schafft, auch beispielsweise mit der künstlichen Intelligenz, die in aller Munde ist. Wie glauben Sie denn, wie wird die Geldanlage der Zukunft aussehen angesichts dieser Entwicklung? Das muss man ganz genau beobachten, weil die künstliche Intelligenz wird ja geschaffen durch einen Menschen. Und man weiß ja, dass der Schachroboter irgendwann den Menschen überholt hat. Und so ist es die Frage. Es gibt jetzt schon Stimmen, in 15 bis 20 Jahren werden die meisten Assets nur von künstlicher Intelligenz letztendlich dann gemanagt. Ob das so kommt, das muss man beobachten. Letztendlich werden die Computer von Menschen gefüttert und die Computer werden immer schlauer. Jetzt kommt dann 5G. Jeder weiß, dass dann Dinge, die vorher überhaupt nicht für möglich gehalten wurden, umsetzbar sind. Die Autos werden selbst fahren. Warum sollten dann auch nicht Assets von Computern gemanagt werden? Aber die Betreuung von einem Menschen, und da bin ich wieder bei der Dienstleistung, die wird immer wichtiger. Und das ist unsere Herausforderung, dass wir das für den Kunden so umsetzen, dass er den Mehrwert erkennt. Und es wird immer Leute geben, die ihr Geld von jemand verwalten lassen wollen. Und das wollen wir tun. Wie lautet jetzt Ihr Fazit? Digitalisierung, Fintechs, all das, eher Fluch oder Segen für den klassischen Vermögensverwalter? Ich sehe es als Herausforderung. Also ich sehe es als Herausforderung, genauso wie junge Menschen nachwachsen, genauso wie neue Dinge auf uns zukommen, genauso muss man diese Herausforderung annehmen und so umsetzen, dass es Mehrwerte bietet. Und wenn man dem Ganzen offen gegenübersteht und seine Leidenschaft nicht verliert, ich glaube, das ist überhaupt das Schlagwort, man muss leidenschaftlich sein, man muss hinter den Dingen stehen, die man tut. Und am Ende will der Kunde natürlich auch Performance haben. Also man darf nicht schlechter sein, das ist nur mal ein ganz klares Fazit. Aber man muss die Dinge, die da kommen, als Herausforderung sehen und sich auf die Generationen letztendlich einstellen. Dann viel Erfolg auf diesem Weg. Christian Fischel, herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.